In diesem Video geht unsere Reise nach Rheinberg in die historische Innenstadt. Außerdem erfahren Sie, was die Freiheitsstatue und die Stadt Rheinberg gemeinsam haben und wer mir auf diesem Dreh mal wieder begegnet ist. Rheinberg hieß ursprünglich Berke oder Berka. Den erklärenden Zusatz Rhein erhielt der Ortsname erst im späten 16. Jahrhundert. Die Stadt Rheinberg liegt in der niederrheinischen Tiefebene, 15 Kilometer südlich von der Kreisstadt Wesel entfernt. Rheinberg ist eine ehemalige Zoll- und Festungsstadt mit vielen historischen Baudenkmälern und schmalen Gassen. Das macht die historische Altstadt besonders sehenswert. Rund um den Marktplatz befinden sich Bürgerhäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Im gesamten Stadtgebiet finden sich gemütliche Gasthäuser und Cafés. Es werden unterschiedliche Stadtführungen angeboten. Rheinberg ist immer eine Reise wert. Das ist der Springbrunnen der Stadt, genannt der Petrusbrunnen. Die katholische Pfarrkirche St. Peter steht im Zentrum östlich des Marktplatzes. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die katholische Kirche im Jahr 1106. Ein wichtiger historischer Aspekt in Rheinberg sind die historischen Pumpennachbarschaften. Das waren Zusammenschlüsse einzelner Straßenzüge, die ihren Ursprung in der Sicherung der gemeinsamen Wasserversorgung haben. Das alte Rathaus steht auf dem Marktplatz. Der gotische Backsteinbau wurde 1449 erbaut. Er zählt zu den ältesten Rathäusern am Niederrhein. Auf meinen Drehs in der Region sind sie mir immer wieder begegnet. Und so auch dieses Mal. Die sympathischen, lebensgroßen Alltagsmenschen von der Künstlerin Christel Lechner. Sie zeigen Menschen in ganz alltäglichen Situationen. In Rheinberg befindet sich das historische Stammhaus des Unternehmens Unterberg. Es wird auch Unterberg Palais genannt. Seit 1846 ist der Unterberg, der Rheinberger Kräuter, in vielen Ländern im Verkauf. Und hier ist sie nun, die Lady Liberty in Rheinberg. Sie ist zu finden am Ortseingang der Altstadt in der Nähe des Kreisverkehrs. Die Gemeinsamkeit ist, dass sich sowohl Rheinberg als auch Lady Liberty im Kreis Wesel befinden. Behauptungen, dass sich Liberty angeblich im New Yorker Hafen befindet, werde ich wohl in einem weiteren Video klären müssen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.